Grüße, Freunde der Sonne. Wir haben heute Donnerstagmorgen. Wir haben es 8:14 Uhr. Es ist der 25.06. Wir haben also Ende Juni. Und wir haben mal wieder Wartime. Ihr seht schon, es sind noch 3 Stunden 9 Minuten übrig. Es steht für uns 4670 zu 4281. Der Gegner hat noch 24 Flaggen und verweist in seiner Allianzüberschrift darauf, dass alle Spieler aktiv sein sollen, Economy, Ressource, die Ressourcen ordentlich eingesetzt werden. Karpunoi, Kidayem, Do, Mitgi sagt mir gar nichts. Okay, 24 Flaggen. Wir haben 22. Das sieht also aktuell ganz gut aus. Ihr seht schon, unsere Telluria-Cheater sind wieder oben. So, dann schauen wir mal nach. Sie haben schon ein Ex-Mitglied. Das hat natürlich leider alle seine Flaggen verspielt, wurde dann gekickt. Es wurden wieder ein paar Flaggen abgefangen von unserer Defense. Einmal hier 2 Flaggen, oben nochmal irgendwie 2, dann irgendwie nochmal 2. Ihr seht schon, gegen Myxo sind sie wieder mit 0 Punkte gegengelaufen. Also genau das, was wir wollen, ne? Wir wollen, dass sie natürlich uns nicht ganz töten, immer Reste bleiben. Sehr lustig finde ich auch, dass Baris dann Saburo, hoppala, übrig geblieben ist. Aber hey, whatever. Die haben sie übrigens auch gepimpt, glaube ich. So. Wir schauen, was haben wir übrig? Gucken wir uns erstmal ganz grob an, was hier noch ist. Gibt es lila Tanks auf alle Fälle? Gibt es irgendwelche anderen Tankfarben? Gibt es Farben, die sich mehrfach matchen? Gibt es hier tatsächlich nicht. Wir haben ein relativ ausgeglichenes Team, also Teams, zumindest von denen ich sehe, dass sie noch übrig sind. Black Wed. So, das heißt also für uns, wir werden hier mit unserem lila Team reingehen. Das wird, glaube ich, harter Tobak, aber wir schauen mal. So, wir hatten ja gesagt, nehmen wir den Jabberwock, nehmen wir auch unsere Herzkönigin mit rein. Ich glaube, wir werden hier umswitchen, wir werden hier ein bisschen mehr DPS reinnehmen. So, gucken wir nochmal. Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich Gap genommen hätte. Aber zu spät ist zu spät. Wir hatten jetzt ein paar Wochen gute Boards. Können nicht davon ausgehen, dass das jedes Mal so ist. Ausweichen wäre schön gewesen.
okay. Ich sehe gerade, ich habe das Team verwechselt. Ich wollte eigentlich den hier angreifen. Ihr seht schon, die sind absolut identisch, bis auf das eben statt Ariel Mirinda oder wie sie heißt. Missandra drin ist. Hätte sogar mehr Punkte gegeben. Wow. Das ist ihr seht schon, viele Worte gibt es hier nicht zu verlieren. Zu den ersten beiden Kämpfen. Wir haben quasi das schlechte Glück von unserem lieben BBA aus den letzten drei Kämpfen übernommen. Letzten drei Kriegen. Aber es war anzunehmen. Ne? Eine Siegesträhne kann nicht ewig andauern. Wir hatten ja nur irgendwie die letzten zwei Kriege, ich glaube irgendwie fünfmal jeweils und auch sogar sechsmal gewonnen. Ja, das ist okay, ne? Wichtig ist, dass wir uns jetzt konzentrieren und hinten raus noch ein paar Siege einholen. Das ist eher die Hauptsache. Wir bleiben jetzt erstmal cool, auch wenn es ärgerlich ist. Gerade so diese Ein-Punkt-Geschichte, aber man braucht ja nur die Videos der Top-Allianzen angucken. Hier zum Beispiel von... Ich sag's nochmal, Yukimura Sanada, der ist für mich einer der Top-deutschen Spieler. Wenn auch ein bisschen sehr emotional, trotzdem macht er seinen Job super gut und der kämpft auch gegen High-End-Teams oder gegen Ho-Teams, hat teilweise richtig fett Pech auch, ne? Auch gegen einfachere Gegner, wenn man sein Team als Grundlage nimmt. Daher, ja, den Kampf haben wir jetzt gewonnen.
trinken jetzt noch gemütlich zu Ende hier. Katsching. So. Oh, Captain Sargratte ist aktiv geworden. Das finde ich schon mal sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch übrig haben. Den hätten wir eigentlich auch mal nehmen können. Wir haben noch ein grünes Team übrig, aber da ist er sehr schlecht gegen. Ich denke, wir werden mit unserem grünen Team hier nochmal zwischenpreschen. Wir werden hier ein bisschen... bisschen blau mit reinnehmen. So machen, wir müssen das Board clean. Gefällt mir nicht so, aber tja. Zwei Flaggen haben wir noch. Wir werden jetzt unsere Strategie ändern, da die bisherige Variante heute nicht wirklich zu funktionieren scheint. Werden wir jetzt also nein, wir müssen dabei bleiben, denn nee, wir werden doch ein bisschen ändern. Wir werden doch ein bisschen ändern. Ja, ihr seht schon, selbst mit einem Team, was teilweise aus 70ern besteht, keinen High-End-Charakteren, kann man hier so einen starken Gegner locker wegrocken, wenn dir das richtige Board kommt, ne?
Katsching. Einmal Katsching. Was reißen? Was haben wir denn hier noch? Grün, blau, rot, blau und rot. Da laufen wir gegen die Wand. Wir werden versuchen, hier noch mal was zu schaffen. Wenn wir hier gelb haben wir noch, gelb haben wir noch ein bisschen. So. Blau oder rot? Rot. Nee, warte mal, wir haben doch hier noch Elena. Tja, das war ein sehr unerfolgreicher, ein sehr anstrengender Krieg. Auch das Board jetzt hier schon wieder ist grandios. Wir haben heute also sehr viel Pech gehabt. Damit müssen wir leben. Damit können wir leben. Wir sind professionell genug, das zu können. Für den nächsten Krieg am Samstag wird es besser werden. Kann nur besser werden, wenn wir uns das hier antun und anschauen. Ja, was passiert, können wir voran. Boop. Genau. So. Er wird ein bisschen heilen, das ist nachvollziehbar. Und damit haben wir unsere Schuldigkeit getan. Ich vermute mal, wir sind nicht mal über 300 Punkte gekommen. Sind wir nicht, wir haben 240. Was natürlich dahingehend schade ist, dass der Gegner eben noch 24 Flaggen hat, 10 Flaggen mehr. Bei 10 mal 80 sind es 800 Punkte und dann hätten sie gewonnen im Schnitt. Wir müssen jetzt darauf pochen und hoffen, dass die Defense unserer Allianz besser ist als die restlichen Angriffe. Mal gucken, die starken Teams haben hier noch Angriffe ohne Ende. Gucken mal hier. Pavel Thiel. Guck mal, wie weit da unten ist. Lustig, vor 15 Stunden. Naja. Wir werden die Jungs wohl noch aktivieren können. Ja, danke für das Zuschauen dieses fatalen Krieges. Ich hoffe, bei euch läuft besser. Habt viel Spaß.